So, jetzt aber mal ehrlich. Komm doch heutzutage mal noch mit irgendwas Niveau vor, Mann. Schreib ein Buch, keine Ahnung, mach irgendwas, mach Musik, die wirklich mal gut wäre, keine Ahnung. Nein, das funktioniert nicht. Weil es gibt ja Facebook. Und dann gibt es das Endgame und jeder muss jetzt Fame werden. So. Und dann gibt es Leute, die behaupten dann bei TAF, Bushido hat mich gedisst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde jetzt berühmt. Ja, dann gibt es die YouTube-Leute. Mache ich vielleicht selber mal Scheiße drauf. Man muss auch die Medien nutzen. Aber es ist doch alles Scheiße heutzutage. Einfach nur Scheiße. So. Und jetzt werde ich euch eins sagen. Dieses Video wird viel besser laufen als alle meine anderen Videos zuvor. Weil ich einfach nur Müll laber. Okay, können wir mal anfangen. Cindy, wer erinnert sich an Cindy? So ein Emo-Sindor. Ja. Emo-Sindy halt. Ja? Emo-Sindy. Was war mit der vor ein paar Jahren? Macht sie ein Video, sie ist 13 und Emo. Ja? Sie sucht Freunde, weil sie keine Freunde findet. Ein Riesen-Hype. Wirklich. Kam im Fernsehen überall. Jeder kennt Emo-Sindy. Okay, die Jüngeren unter euch vielleicht nicht mehr, weil jetzt gibt's ja schon neue Sachen. Keine Ahnung, bin ja nicht mehr auf dem neuesten Stand. Bin ja schon 18. Raketa, die T-Shirts, mein Gott. So, ist wirklich so. Ja, komm mal mit in der heutigen Zeit, Mann. Bin schon 18. Bin mit 18 schon total out, ja? Und jetzt sind die 13-Jährigen. Und die sind voll fame und cool. Voll geil. Kaputte Welt. Kaputte Welt. Mein Lieblingssatz ist Welt. Was machen die Griechen? Scheiß Deutschland. Deutschland ist schuld. Klar, Deutschland ist schuld. Scheiß doch eure Beamten. Gebt Rentner und Tote aus. Wunderbar, aber Deutschland ist schuld. Das ist schon klar. Ja, das wird einigen nicht passen und sorry an die Griechen, die nicht so sind. Es ist aber einfach mal dämlich so. Oder?